Die meisten Menschen malochen nicht in ihren Traumberufen, sondern in fremdbestimmten Arbeitsverhältnissen, die ihnen in der Regel überhaupt keinen Spaß machen. Warum müssen Menschen das eigentlich? Das ist... Der Kapitalismus kann nur existieren, wenn er wächst. Also kommt den Menschen der Zugewinn an Produktivität, also dass in kürzerer Zeit mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden, nicht zugute. Sie machen dann sehr oft die Übersprungshandlung, dass sie die Scheiße, in der sie stecken, auch noch adeln. Wir kennen das ja aus den trostlosesten Berufen, dass wer einem solchen nachgeht, auch noch erzählen muss, dass dieser interessante Aspekte hätte. Also ganz klassisch der Bergmann war stolz auf seine Staublunge und man findet einfach keinen Lehrer, der sagt, das ist ein trostloser Job, diese Kinder zu sortieren in die zukünftigen Hierarchien der Gesellschaften. Sondern muss auch noch sagen, ich helfe da oder ich habe da interessante Herausforderungen. Also es findet eine Transformation statt. Eigentlich möchte man der Arbeit fliehen. Man weiß, würde die Stechuhr oder die Kontrolle abgeschafft, gäbe es die Pünktlichkeit nicht. Und trotzdem sind die Menschen... Also Sie sind auch der Meinung, eigentlich sollte es ein Recht auf Faulheit und nicht Arbeit geben. Ich bin der Meinung, dass der Mensch auf seine Kosten kommt, wenn er frei zur Verfügung stehende Zeit hat. Herr Kröter, das Proletariat befreit sich von diesem Arbeitszwang, sagt Lafargue in seinem Buch, wenn es, ich zitiere, die Vorurteile der christlichen, der ökonomischen und der liberalistischen Moral überwindet und zu seinen natürlichen Instinkten zurückkehrt, die Faulheitsrechte ausruft. Spinnt er? Ja, ich glaube, das war ein früher Autor der damals noch nicht existierenden Mediengesellschaft, denn der war ein Provokateur. Er hat dieses Recht auf Faulheit, wenn ich mich recht entsinne, auch als Provokation proklamiert, eben gegen die Arbeitsgesellschaft, gegen den Zwang und eben gegen den Kapitalismus. Er war ja nicht nur für die Abschaffung von regelmäßiger Arbeit, sondern er war vor allen Dingen für die Abschaffung des Profitsystems. Aber er sagt, Arbeiten, die Idee der Arbeit ist eine Idee der Kirchen, ist eine Idee natürlich der Kapitalisten, damals des Adels, derjenigen, die privilegiert waren, aber ist auch eine moralische Kategorie geworden. Richtig, aber es ist auch eine Kategorie, wenn ich mich an meine Jugend nicht ganz falsch erinnere, die ein gewisser Karl Marx als Grundbestandteil menschlicher Existenz, als etwas, das den Menschen erst zum Menschen macht, gesehen auch hat. Auch Marx kann sich irren. Das haben wir ja nur gesehen. Sein Schwiegersohn ist der Meinung, Lafargue in seinem Buch, dass Marx sich irren musste. Denn im Gegensatz zu Marx sagt Lafargue ganz klar, der Mensch bestimmt sich eigentlich nur selbst, wenn er nicht arbeiten muss. Ich würde schon gerne selber bestimmen, ob ich arbeiten muss oder nicht. Ich bin auch gelegentlich gerne faul. Aber ohne Arbeit könnte ich mir zum Beispiel diesen Anzug hier nicht leisten. Und ohne Arbeit würde ich mich, glaube ich, auch etwas unglücklich fühlen. Ist er von seiner Erziehung schon so verdorben, dass er die Arbeit als ein Bestandteil seiner Identität rechtfertigt und sagt, so ein komisches Jäckchen ist es wert, dass ich mich in Knechtschaft meines Chefredakteurs der Rundschau begebe? Gut, ist nicht so schick wie Ihrer, das gebe ich zu. Ja, völlig versorgt. Noch mehr Knechtschaft, Herr Kröter, nee, noch mehr Knechtschaft. Nee, die sind doch linksliberal, dann haben doch keine Knechtschaft. Habermann, ist er verdorben? Ja.